Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Ein Schlüssel oder was? Tatsache. Polonia Blacks Tagebuch. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Puh, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Das war die wichtigste Frage. Wieso der Toast? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Na, okay. Hier gibt's eine Nebenquest, sehe ich schon. Schach spielen oder was? Revelio. Brücke. Kerzen anmachen bei einer Brücke. Wasser. Über das Wasser führt. Weit weg von. Ich denke mal, dass das soll Hogwarts sein. Verbotene Wald. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Keine Ahnung, was da gemeint ist. Lumos. Lumos. Ah.
Haben wir für diese Quest gerade eben einen Eintrag bekommen? Ein Hauch von Liebe. Da wird nichts auf der Karte angezeigt, oder? Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Ah, nee. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Der ist echt cool, Mann. Auftrag aktualisiert. Scropes letzte Hoffnung abgeschlossen. Emotional Damage! Boah, wie, Digga, du hast dich gerade übel erschrocken, ne? Mit dem Emotional Damage. Holy. Sag mal, wie, gib mal so einen Tipp, ne, hier mit der Karte. Ja, ne, so weit ist es schon noch nicht, aber ein bisschen erschrocken schon. Wo kann ich die Karte überhaupt nochmal angucken? Sammlung? Inventar. Okay. Ja, dann gucken wir dann, wenn wir da hinkommen. Da lernen wir, Expelliarmus haben wir doch schon. Unterhalb vom Wald, meinst du der verbotene Wald? Schon, ne? Okay. Gehen wir mal reinlunzen. Oha, da vorne gibt's Loot. Ah, Mondsteine. Porte dich doch. Ah, Digga, ich weiß nicht. Irgendwie, ich lauf gerne rum und entdeck Sachen und so. Revelio. Es gibt einfach überall was zu finden und mitzunehmen. So viele Sidequests oder Höhlen oder diese Merlin-Rätsel. Die sind auch nice. Vor allem mehr Inventarplatz. Ich brauche das unbedingt. Habe ja eh vor, möglichst alles in dem Game zu machen. Wo bin ich denn jetzt? Hier schon wieder. Ich will endlich diesen Zaubermann. So viele geschlossene Türen, ich mag das gar nicht. Revelio. Du bist nicht viel gelaufen, du hast trotzdem 100%, okay. Also hast du auch alles Team Achievements, oder was? Ja genau, das will ich halt machen. Komm ich hier rein? Da war irgendwo was. Irgendwo bimmelt's. Revelio. Ja, wahrscheinlich wieder da drin. Und los. Moin, Edward, was geht? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war.
Revelio. Ja, dann laufen wir mal zu diesem verbotenen Wald. Ich achte mich einfach auf fliegende Kerzen, ja. Was war das? Feuerwerk oder was? Hat sich so angehört wie so eine Rakete, die zündet. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ah, das ist ein Gegner. Moin! Ach, erstmal den Felsen gegen den Baum klatschen. Avada Kedavra haben wir noch nicht, noch lange nicht. Bin noch ziemlich early im Game, weil ich so viel Nebenstuff mache. Level 19, let's go. Incendio. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Elegant, legere Schuluniform. Oder leckere. Kapi. Aua. Oh, Merlin-Rätsel, let's go. Boots. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Oh, wie er jedes Mal so übel erstaunt darüber ist. Oh Gott, okay. Ah, easy. Revelio. Oder muss ich die genug schnell kaputt machen? Das wäre dann dumm. Damit wäre das wow, das war ja übel schwierig. Perfekt. Ey, wie, sag mal, ist das hier? Diese Brücke? Revelio. Beim verbotenen Wald. Das wird dann dies sein, oder? Ah ja, guck mal da. Meine liebste Apollonia, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Warte. Liebesbrief. Picknick. Ja, aber das sagt nichts über die Location aus, oder? Oh. Hallo. Stuck nicht. Revelio. Boah, fliegende Kerzen, ey. Was hat es damit auf sich, mit diesen fliegenden Kerzen? Oder war er vielleicht die? Die da, die Holzbrücke? Revelio.
Nochmal immer auf die Karte gucken. Nee. Da. Da ist der Eingang in den verbotenen Wald, ne? Ja, da ist die Flohflamme. Das sind Kerzen. Bei dieser Brücke. Auf dieser Seite, die wir gerade stehen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Lumos. Verzauberte Kerzen. Ja. Wohin mögen die führen? Gut. Kurz den Auftrag dann wechseln. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Das hast du früh bemerkt. Mein Junge. Oha. Ah, ihr könnt ja doch schneller gehen, wenn ich schnell gehe. Perfekt. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Ich habe ein Händchen für Schätze. Schall des Schatzsuchers. Gut, wir gehen direkt zum Main Story. Entschuldigung. Ah. Hier bin ich. Wie versprochen. Richard Jackdaw. Moin. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja, dann los. Folge dir. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See. Denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise einfällt. Revelio. Ah, hier gibt's auch Flammen. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Ja, ich geh erstmal hier runter. Adieu. Accio. Doch. Incendio. Accio. Hebe den Boden hoch, während er sich eingräbt. Dann grab dich mal ein. Diese kleinen Spinnen, geh mir so auf die Nerven. Ich muss einfach weitermachen. Oh ne.
Oh Gott. Ich sterbe gleich, ey. Heil dich. Ich habe keine Tränke mehr. Incendium. Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach nur von geringer Vorstellungskraft. Wir sind Level 20, das lasse ich mal noch. Müssen wir eigentlich unnötig noch mehr sterben. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Was ist das hier für ein Zeichen? Hallo, Mamon? Knuddelmuff. Rebellion. Die haben doch auch irgendeine Bedeutung. Lumos. Levioso. Accio. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Wo siehst du denn einen Hirsch? Ach so. Revelio. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Incendio. Flüstere das Passwort. Untersuche die Höhle, in der Jector ums Leben kam. Rein in die Höhle. Mach auf. Hier draußen wird euch niemand hören. Ach ne. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Aua. Ich werde dich ruhen. Incendium. Diese Anhänger werden Randrock nichts mehr berichten. War kein guter Versuch, mich rumzubringen. Jector mich geführt hat. Jungs. Check das Grab. Bessere Ausrüstung hilft dir, ja. Das wissen wir. Haben wir denn bessere Ausrüstung? Ja. Sieht echt schön aus. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja, natürlich. Das Feuer verbrennt die Spinnweben. Incendium.
Ich denke mal, hier gibt es kein Loot, aber... hier geht's nicht weiter, aber hier gibt's Loot so rum. Was kriegen wir? Oha, eine große Kiste. Samtschulumhang. Hört sich krass an. Plus 7. Ja. Ja, ne. Wir machen eigentlich, glaube ich, guten Schaden so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir so weak sind oder so. Wenn ich diese Plattform herbei. Bin halt einfach bad. Könnte ich sie betreten? Oh, Spinnis. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Akio! Noch eine große Kiste, so wie es aussieht. Ah ne, das ist eine normale. Grüne Handschuhe. Bei 20, okay. Da fehlt noch ein bisschen was. Konnte, kann ich das auch. Akio! Incendio! Versuchst du einfach von hinten dich anzusneaken. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Aha. Wir müssen bald mal wieder Tränke brauen gehen, eigentlich. Ich glaube, wir können wieder. Rebellion. Ah, guck mal da oben. Wie sie warten. Über uns. Ah, komm doch.